Was geht? Welcome back. Ich war jetzt anderthalb Monate weg und jetzt bin ich wieder am Start. Was für eine Scheiße, oder? Ich habe selber keinen Bock drauf. Ja, Mann. Anderthalb Monate sind ins Land gezogen und es ist einiges passiert. Wir befinden uns gerade in unserer neuen Halle. Hallo! Ist ziemlich groß hier. Wir zeigen euch später mal, wie das hier aussieht in der Roomtour. Die kommt übermorgen? Übermorgen, ne? Übermorgen, ist richtig. Es ist viel passiert in diesen anderthalb Monaten. Ich habe sehr viel erlebt und ich wollte das ganz kurz mal in diesem Video jetzt zusammenfassen, damit ihr überhaupt einen Plan habt, was abgeht. Weil ich habe ja nicht so unglaublich viele Insta-Stories gemacht. Gefilmt habe ich sowieso gar nichts. Also außer ein paar private Sachen, die ihr jetzt hier sehen werdet. Und ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein. Flash, kannst du weggehen? Von wem ist dieser Hund? Hallo? Hallo? Akani ist krank groß geworden, wa? Hallo? What the dog doing? Geh weg! Also, 1. Septemberwoche war relativ geil, weil ich bin umgezogen. Ne? Ich habe ja ein bisschen in meiner alten Wohnung Stress gehabt mit meinem Vermieter. Da gab es ja die ein oder andere Schwierigkeit. Wir hatten Schimmel in der Wohnung, die Heizung ständig ausgefallen, kein warmes Wasser, bla 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 bla. Ich habe auf jeden Fall einen Umzug hingelegt. Es gibt natürlich auch von der neuen Wohnung demnächst, wenn da alles fertig ist, es fehlen immer noch Lampen, Vorhänge und so weiter und so fort, irgendwann nochmal eine Roomtour. Könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, in welche Stadt ich gezogen bin. Wo soll ich denn hingezogen sein? Wahrscheinlich London, oder? Ja, das war auf jeden Fall 3 Tage Todesstress. Wir haben das alles komplett selber gemacht, war super dumm. Ich hatte weder was zu essen für meine Kollegen, noch einen vernünftigen Umzugstransporter. Also es hat trotzdem irgendwie funktioniert und sind relativ schnell mit dem Umzug durchgekommen. Haben da Möbel nach oben gewuchtet, keine Ahnung, Alter. Es ist alles gut gegangen, keiner hat sich verletzt, mega geil. Dann hat ein guter Kollege von mir geheiratet, das ist richtig krass. Immer mehr Leute irgendwie um mich rumkriegen, Kinder werden Vater, Mutter heiraten. Ja, keine Ahnung, ich sitze halt hier alleine in der großen Halle, verstehe ich nicht. Es war auch sehr schön, da war ich auf jeden Fall komplett nüchtern, habe mich kein bisschen betrunken oder sowas, das passt. Sprechen wir gerade von nüchtern, ging es eine Woche drauf tatsächlich nach Mykonos und da gab es ja auch ein paar Stories von mir. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Stories helfen mir auf jeden Fall, den Urlaub wieder zu rekapitulieren und so ein bisschen wieder aufzubauen für mich, weil ich einfach die Hälfte, muss ich ehrlich sagen, vergessen habe. Keine Ahnung, ich sag's wie es ist. Ron hat mich auf jeden Fall massiv abgefüllt, ich habe mich massiv abgefüllt, wir haben uns gegenseitig massiv abgefüllt. Diese Stories, die da passiert sind, die Dinge, die da gelaufen sind, das können wir niemals irgendwem irgendwann irgendwie erzählen. Das ist wirklich das, also ich glaube, das ist der krankste Trip meines Lebens gewesen. Na gut, was will man erwarten, wenn 8 notgeile Jungs und Pornostar zusammen in den Urlaub fahren? Ist auch scheißegal. War auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Nummer. Und es geht definitiv wieder auf eine nächste Dienstreise. Im Dezember könnt ihr gerne mal raten, wer alles mit am Start ist und vor allen Dingen, wo es hingeht. Vielleicht hat der ein oder andere schon im Stream was mitbekommen. Schreibt es mal runter, würde mich interessieren. Ja, und dann hatte ich tatsächlich das Glück, dass ich meine alte Wohnung auch endlich abgeben durfte. Ich sag's euch, wie es ist. Die Bude ist komplett verschimmelt gewesen. Alles ist auseinandergefallen und mein Vermieter, reden wir gar nicht erst drüber, hat auf jeden Fall am Ende gesagt, passen Sie auf, ich gebe Ihnen hier die komplette Kaution wieder. Ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Scheinbar hat mein Anwalt ganz gute Arbeit geleistet und ich krieg einfach mein komplettes Geld wieder. Eine arschgeile Nummer, da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Sehr, 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 sehr entspannt. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert und ich bin froh, dass ich diese ganze Kacke endlich hinter mir habe. Ihr glaubt gar nicht, was für ein Kopfweg das ist, wenn man jeden Morgen aufwacht und einfach wirklich literally Scheiße aus der Dusche kommt. Das ist einfach nur wie sehr, sehr entspannt gewesen. Zum Glück waren wir, wie gesagt, nicht viel feiern und nicht viel unterwegs. Ich war auch nicht mit Rata oder sowas im Club. Das ist auch eine sehr weirde Nummer gewesen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Dieser komplette anderthalb Monate Pause, ich war sehr viel unterwegs, habe sehr viel gefeiert und sehr viele coole Leute kennengelernt. Wir haben ja nebenbei noch an Songpush und anderen Startup-Geschichten gearbeitet, der Hype-App und so weiter und so fort. Das alles werdet ihr auf jeden Fall in den nächsten Monaten wieder mitbekommen. Ich habe also auf jeden Fall nicht nur gechillt, sondern auch tatsächlich sehr viel gefeiert. Das ist chillen. Und auch ein bisschen was gearbeitet, gute Kontakte geknüpft und alles. Extrem geil. Gerade wird mein Kameramann von hinten genommen. Digga, das ist das erste Video seit Monaten. Du machst so eine Scheiße. Was soll denn das? Lass es doch. Perfekt. Dann hatten wir im Oktober einen Revitainment-Dreh. Das Video dazu kommt morgen. Ich habe einfach mal mit Red Bull mich entspannterweise hingesetzt und gesagt, pass auf, ich habe mal wieder keine Ahnung, was abgeht. Red Bull fliegt mich nach Österreich. Plötzlich hänge ich da und ich kann euch ja schon erzählen, worum es geht. Ihr werdet es ja morgen im Video eh sehen. Ich habe Hubschrauber fliegen gelernt innerhalb von 12 Stunden und dann habe ich einen Hubschrauber gelandet, der vorher Saltos und Loopings gemacht hat. Es ist kein Joke. Das Video dazu kommt morgen. Es ist absolut krank gewesen. Ich habe sowas noch nie erlebt, dass ein Hubschrauber sowieso Looping und eine Rolle und sowas macht und durch ein Luftloch fällt und alles komplett krank, bis der Typ irgendwann sagt, perfekt, Digga, jetzt landest du. Und er lässt einfach los. Und ich so, alles klar. Da war erstmal Panik angesagt. Hat aber geklappt. War sehr, sehr geil. Video dazu auf jeden Fall morgen. Ja, Mann. Und dann war ich auch noch ein bisschen im Gym. Ich habe sehr, sehr viel Sport in der letzten Zeit gemacht. Obwohl ich ein bisschen was getrunken habe, habe ich mich natürlich wie ein echter Bodybuilder an meine Ernährung gehalten und war 4-mal die Woche beim Sport. Gut, ich war 2 Wochen krank und lag nur im Bett. Aber das muss auch mal sein. Das passt schon. Mich ein bisschen auf meine Ernährung fokussiert, ein bisschen was gelesen, ihr wisst, wie es läuft. War auf jeden Fall ein sehr, sehr entspanntes Ding. Und 10. Oktober gab es dann noch Superiority. Das war auch sehr, sehr geil. Ich glaube, da haben wir, wie viel war das nochmal, Tobi? 39-4 war das. 39-4 gegen Papa Platzo und die Stadt Berlin gewonnen. Ich glaube, Köln ist damit auf jeden Fall Gaming-Hauptstadt Number One in Deutschland. Red Bull Superiority, eine absolut geisteskrank geile Produktion. Kuss nochmal an alle Leute, die vor Ort gewesen sind, die mitgespielt haben und vor allen Dingen an den Chats. Das hat mega, mega Bock gemacht. Wird auf jeden Fall nicht das letzte geile Event sein, was auf die Beine gestellt worden ist mit Kevin gemeinsam und Red Bull.
cool. Kommen eine Menge geile Sachen auf euch zu. Ja, ansonsten, was soll ich sagen? Wirklich mal viel Freizeit. Ich habe ausgepennt. Ich habe einfach mal um 10 Uhr bin ich aufgestanden und habe mich wieder rumgedreht und bis 1 geschlafen. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, beziehungsweise seit 7 Jahren nicht mehr. Das war sehr gut. Viel Vorbereitung. Unsere ersten Drehs, die wir gemacht haben, hier im Rahmen dieser ganzen neuen Geschichte Halle und auch irgendwie ja der Umzug hierhin, das seht ihr am Donnerstag im Vlog. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr wild. Und in der Roomtour seht ihr auch schon so ein bisschen, was passiert ist. Ich sag's, wie es ist. Es gab auf jeden Fall wieder 1, 2 Zwischenfälle, wo ich am liebsten mich hätte komplett aus dem Leben geschossen. Da seht ihr dann am Donnerstag genau warum, weil wirklich, dass jemand ein Regal nicht aufbauen kann, das verstehe ich bis heute nicht. Nee, Niklas, es geht wirklich um dich. Es geht einfach, es geht gerade um den Kameramann. Es geht gerade einfach um dich. All in all, ich glaube, das letzte Highlight, wenn man das so sagen darf, ich würde es eigentlich gerne jetzt gerade in die Halle fahren. Das würde sogar passen, machen wir aber nicht, weil bringt nichts. Ich habe mir noch das Auto abgeholt und das habe ich ja vor 1,5 Jahren irgendwie im Stream konfiguriert. Es ist nicht der Elektrowagen geworden, den ich wollte. Es ist trotzdem ein sehr schönes Auto. Ich bin sehr froh, dass ich es jetzt habe. Den fahre ich jetzt noch ein Jahr und dann kommt auf jeden Fall das E-Auto. Freue mich auf jeden Fall auch darüber. Macht echt Spaß. Schöner Wagen. All in all, das waren 1,5 Monate Pause bei mir. Ich sag's, wie es ist. Es war sehr, 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 sehr entspannt. Es war sehr, 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 sehr viel ruhig. Es war sehr, sehr viel Meditation, Sport, aber auch sehr viel Feiern, alte Freunde wieder treffen und einfach mal ein bisschen sich hier auf das Ganze, was jetzt dieses neue Kapitel Content und alles angeht, zu vorbereiten. Ich sag's euch wirklich, Mann. Wir haben eine neue Mitarbeiterin im Team oder neuen Mitarbeiter. Vielleicht, also das ist ja auch, wird auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr krass. Wir sind ein riesiges Team mittlerweile. Wir haben diesen unglaublichen Platz. Und ich würde sagen, wir können ja mal ganz kurz spoilern, was sich hinter dieser ganzen Geschichte hier. Was denn? Also du musst gleich den Vorhang aufmachen, ne? Meine Damen und Herren, liebe Kinder und liebe anderen Geschlechter und Menschen, meine lieben Menschen, liebe Besucher dieses Kanals und BesucherInnen, willkommen in der neuen Halle, zu sehen morgen in der Roomtour. Gib ihm böse! Lasst einen Daumen nach oben, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!